In diesem Video geht es um die Verschaltung einer Photovoltaikanlage. Das heißt also, wie müssen die Photovoltaikmodule miteinander verschaltet werden in Reihe und in parallel geschalteten Strängen und welche Parameter muss der Wechselrichter oder müssen die Wechselrichter erfüllen, die den DC-Strom dann in den AC-Strom umwandeln, damit der Strom ins Netz eingespeist werden kann. Hierzu wollen wir uns zunächst einige Verschaltungskonzepte ansehen. Wir haben also zunächst die Module in Reihe geschaltet. Einige wenige Module in Reihe. Und an diese Module schalten wir dann einen Wechselrichter. Das ist ein sogenannter Strangwechselrichter. Das heißt, also, dieser Wechselrichter hat einen Strang, der dann umgewandelt wird, oder der Strom dieses einen Strangs wird umgewandelt dann in AC-Strom. Das ist also der Strangwechselrichter. Dieser Wechselrichter ist begrenzt in seiner maximalen Stromzahl, die umgewandelt werden kann, oder der maximalen Stromstärke. Als Alternative zu diesen Strangwechselrichtern haben wir dann ein Zentralwechselrichterkonzept. Was da passiert ist oder was dort die Situation ist, dass man dort erneut mehrere Module in Reihe hat. Das kommt dann immer auf die Spannung der Module an, die sich dann in der Reihenschaltung natürlich addieren. Dann haben wir eine zweite Modulreihe, die dann parallel geschaltet wird. Und dann können noch weitere Stränge folgen, bis wir dann den letzten Strang haben, der parallel geschaltet wird. Die Anzahl der Module ist idealerweise immer die gleiche. Das heißt also, im Strang sind jeweils n Module. N Module pro Strang oder im Englischen pro String verschaltet, sodass sich daraus natürlich eine Gesamtspannung ergibt aus n mal der Spannung eines Moduls und der Gesamtstrom ergibt sich aus m, das heißt, das ist die Anzahl der Stränge, m soll Anzahl der Stränge sein, mal dem Stromstärke eines Moduls und dann haben wir unten den Zentralwechselrichter, der in der Lage ist, Strom und Spannung jeweils zu transformieren und umzuwandeln in Wechselstrom. Das ist der Zentralwechselrichter. Das heißt also in diesem Fall, im oberen Fall, der Strangwechselrichter, der kann einen, vielleicht auch zwei Stränge verarbeiten. Die Stromstärke der Modulstränge ist angepasst an den Wechselrichter. Man wählt einen entsprechenden Wechselrichter aus, der die Bedingungen erfüllt. Bei einem Zentralwechselrichterkonzept ist die Gesamtleistung, die der Wechselrichter verarbeiten kann, entsprechend höher. Die Gesamtleistung ergibt sich natürlich aus der Anzahl der Module, die wir in einem Strang haben, multipliziert mit der Anzahl der Stränge und dann halt die Leistung eines Moduls. Diese Zentralwechselrichter sind deutlich größer dimensioniert und können auch mehr Leistung verarbeiten. Welche Kriterien sind nun zu prüfen, um eine Verschaltung einer Photovoltaikanlage zu verifizieren? Hierzu sehen wir uns folgendes Diagramm an. Zu erkennen auf diesem Diagramm sind Stromspannungskennlinien, die Stromstärke wieder auf der Ordinate, auf der Abszisse die Spannung in Volt und in Gelb dargestellt. Das ist der Betriebsbereich des Wechselrichters. Der Wechselrichter hat eine untere und eine obere Grenze, in dem er betrieben werden kann, die sogenannte MPP Control Range. Das heißt, in diesem Bereich ist der Wechselrichter in der Lage, den Maximum Power Point einer Modulverschaltung, die angeschlossen ist, an den Wechselrichter zu identifizieren. Darüber hinaus gibt es einen maximalen Strom, den der Wechselrichter verarbeiten kann. Und was wir hier noch erkennen, ist halt die maximale Leistungslinie, das heißt auch der Wechselrichter hat eine maximale Betriebsgrenze.
Es sind des Weiteren vier verschiedene IV-Kennlinien dargestellt. In grün die IV-Kennlinie unter STC-Bedingungen, das heißt also bei 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung und 25 Grad Celsius Zelltemperatur. Das ist also die Normbedingungen der Module, der Solarzelle. Und dann haben wir in blau dargestellt den Fall bei einer Temperatur der Zellen von 70 Grad Celsius, einer höheren Temperatur, erneut bei 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung. Man erkennt natürlich, dass die Spannung entsprechend sinkt durch die höhere Temperatur. Umgekehrt, bei minus 10 Grad Celsius, also kühleren Bedingungen, steigt die Spannung an als Effekt der Zelltemperatur. Das führt dazu, dass auch die Leistung ein wenig ansteigt und daraus eine entsprechende IV-Kennlinie resultiert. Als vierte Kennlinie gibt es dann noch den Fall bei 100 Watt pro Quadratmeter, also sehr geringer Einstrahlung. Ergibt es natürlich auch nur ein Zehntel des Stroms oder der Stromstärke bei 1000 Watt, betrachtet nun bei 30 Grad Celsius. Dort wird geprüft, wie groß ist dann die MPP-Spannung und der MPP-Strom. Und auch diese Spannung muss innerhalb dieses gelb markierten MPP-Control-Ranges liegen. Und dann als letzten Parameter hat er wirklich noch eine maximale Spannung, die er verarbeiten kann. Die liegt typischerweise bei 1000 Volt bei modernen Wechselrichtern, sodass also diese Kriterien einzeln geprüft werden. Die wollen wir uns noch einmal aufschreiben, die es nun zu prüfen gilt. Als erstes Kriterium haben wir die maximale Leistung. Das heißt also, die Leistung der Module, die wir anschließen, darf nicht die maximale Leistung des Wechselrichters überschreiten. Als zweites Kriterium haben wir die maximale Stromstärke, die eingehalten werden muss. Das heißt also, die Anzahl der Stränge darf nicht dazu, oder die Anzahl der Stränge darf nicht dazu führen, dass die maximale Stromstärke des Wechselrichters überschritten wird. Drittes Kriterium ist dann die maximale Spannung. Maximale Spannung, die nicht überschritten werden darf. Das sind die ersten drei Kriterien. Dann gilt es zu prüfen, dass die MPP-Spannung der Module unter Normbedingungen innerhalb der MPP-Control Range liegt. Das heißt also, die MPP-Spannung bei plus 25 Grad Celsius, das heißt also unter STC-Bedingungen, muss innerhalb der MPP-Control Range liegen. Entsprechendes gelten muss bei minus 10 Grad Celsius, das heißt, also die Prüfung wird entsprechend durchgeführt, die Anzahl der Module in einer Reihe bei minus 10 Grad Celsius muss ebenfalls der MPP-Control Range entsprechen. Als sechstes Kriterium wird geprüft, was passiert, wenn wir eine Temperatur von plus 70 Grad, also quasi dem oberen Grenzwert bei sehr, sehr warmen Außenbedingungen, hohen Temperaturen, hoher Einstrahlung, können die Zellen bis zu 70 Grad Celsius warm werden. Dann sollte der MPP auch noch innerhalb der MPP-Control Range liegen. Und dann als siebtes Kriterium, das ist ein etwas weicheres Kriterium, dass die MPP-Spannung bei 100 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung und bei plus 30 Grad Celsius auch innerhalb der MPP-Control Range liegen sollte. Und diese Parameter gilt es nun bei einer Verschaltung zu prüfen und zu verifizieren, sodass die Modulverschaltung zu dem Wechselrichter auch passt. Neben den Wechselrichterparametern spielen natürlich auch die Parameter der Solarmodule eine entscheidende Rolle bei der Auslegung einer Photovoltaikanlage. Hier einmal dargestellt in der Tabelle sind die typischen Angaben, die man auf einem Datenblatt von Photovoltaikmodulen findet. Zunächst die vier bzw. fünf entscheidenden Parameter, nämlich die Nennleistung, Nominal Power, angegeben in Watt Peak. Dann haben wir die Spannung und die Stromstärke im Maximum PowerPoint, in dem Fall 30 Volt und 10 Ampere. Darüber hinaus dann noch die Angabe der Leerlaufspannung und des Kurzschlussstroms
jeweils mit 40 Volt und 11 Ampere. Darüber hinaus, der Wirkungsgrad dieses Moduls ist angegeben mit 20%. Wir haben eine Fläche von 1,5 Quadratmeter. Diese Angaben sind wichtig bei der Auslegung, weil sich darüber natürlich dann der Flächenbedarf bei einer dachparallelen Montage zum Beispiel ergibt. Die maximale Spannung, die die Solarmodule vertragen, beträgt in dem Fall auch 1000 Volt. Auf der rechten Seite sind dann noch zusätzliche Parameter angegeben, die sogenannten NOCT-Parameter. NOCT steht im Englischen für Nominal Operating Cell Temperature. Nominal Operating Cell Temperature. Das heißt also, das ist die Temperatur der Zelle unter normalen Bedingungen, da diese Parameter auf der linken Seite der MPP unter STC, also den Standard-Testbedingungen, gilt. Die STC, Standard Testing Conditions, das sind ja 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung. Wir haben 25 Grad Celsius Modultemperatur und wir haben ein R-Maß von 1,5. Das sind Laborbedingungen, die man unter normalen Bedingungen eigentlich nicht erreicht. Wenn die Strahlung bei 1000 Watt liegt, wärmen sich die Zellen normalerweise deutlich über 25 Grad Celsius. Daher findet man oft auf den Datenblättern die Angaben zu diesem Nominal Operating Cell Temperature. Dort sind folgende Bedingungen definiert. Wir haben eine Einstrahlung von 800 Watt pro Quadratmeter statt 1000, also etwas niedriger. Die Umgebungstemperatur sei oder ist 20 Grad Celsius. Wir haben eine Windgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde. Und wir haben eine Struktur, also im Englischen bezeichnet Open Backside, also mit einer guten Hinterlüftung. Das heißt also, dass die Module von hinten durch den vorbeiströmenden Wind leicht gekühlt werden, sodass die Zelltemperatur sich entsprechend verringert. Was man nun sieht unter diesen Bedingungen, natürlich erstmal direkt durch die geringere Einstrahlung von 800 statt 1000 Watt pro Quadratmeter, sinkt die Stromstärke und des Weiteren sinkt auch leicht die MPP-Spannung, sodass sich daraus natürlich eine etwas geringere Leistung ergibt aus der Bedingung, dadurch, dass die Zelle halt nicht unter STC-Bedingungen betrieben wird. Schließlich haben wir noch die Angaben zum Temperaturkoeffizienten, jeweils für die Leistung, für den Strom und für die Spannung. Was man jetzt hier erkennt, ist, dass bei steigenden Temperaturen der Temperaturkoeffizient dazu führt, dass die Spannung sinkt. Das ist das, was wir auch schon beobachtet haben und erkannt haben bei der Betrachtung der Solarzellen. In dem Fall sinkt also die Spannung um 0,34% pro Grad Celsius oder pro Kelvin steigender Temperatur. Der Anstieg der Stromstärke bei steigender Temperatur ist in der Regel zu vernachlässigen und insgesamt ergibt sich eine Reduktion der MPP-Leistung um ungefähr 0,4% pro Kelvin höherer Zelltemperatur bezogen auf die 25 Grad Celsius Normtemperatur. Umgekehrt kühlt die Zelle ab, wird die Zelle bei niedrigen Temperaturen betrieben, steigen natürlich die Spannung und die Leistung. Dies gilt es dann auch zu berücksichtigen. Und das wollen wir uns jetzt in einem Beispiel einmal ansehen, wie eine Verschaltung einer solchen Anlage geprüft wird, ob die Module zum Wechselrichter passen.